Ja, hallo an alle Interessierten an der Qt-Programmierung. Ich habe mich mal der Frage zugewandt, wie ich mit Qt zu Datenbanken Zugriff erlange. Es gibt ja immer zwei Wege, das zu bewerkstelligen. Das eine ist im ODBC. Dazu muss ein entsprechender Treiber vorhanden sein und derjenige, der bei meiner Installation vorhanden war, der funktioniert. Das ist also hier bei mir die jüngste Version. Ich muss gerade mal gucken, ob ich das hier über Qt Creator. Das ist Qt 5.14. Ist also die letzte Version. Hier 32-Bit habe ich mich entschieden, die zu benutzen. Ja, also dieser ODBC-Funk, der Treiber, der dort mitgeliefert ist, der funktioniert. Und eigentlich out of the box. Man muss nur wissen, dass ODBC, also Open Database Connectivity, eine entsprechende Einstellung erfordert, die im Betriebssystem hergestellt werden muss. Und für jeden einzelnen SQL-Server, den ich benutzen will, also Microsoft oder MySQL, Postgre oder Oracle oder ähnliche, da muss ein entsprechender ODBC-Treiber vom Hersteller des SQL-Servers installiert werden. Und ich habe also insgesamt drei ausprobiert. Der für den SQL-Server, der ist meines Erachtens nach schon installiert bei einem Windows 10 hier. Und wir können also da mal reinschauen, indem man das. Also in der Konfiguration von ODBC, indem man das Kontext, dass das Startmenü öffnet und ODBC eintippt. Und wie gesagt, ich benutze hier die 32-Bit-Variante. Das ist für mich jetzt hier die Auswahl, die ich treffe. Und ich habe schon ein bisschen was vorbereitet. Wir sehen hier Nordwind. Das habe ich vorbereitet. Die Nordwind-Datenbank wird vielen bekannt vorkommen. Vom Namen her im Original natürlich Northwind. So, der Name, der wird uns gleich nochmal beschäftigen, also Nordwind. Und das muss ich ja entsprechend eintragen. Ich würde vorschlagen, das ähnlich zu machen. Ich benutze hier keine Leerzeichen und so, das werden wir gleich mal sehen, warum. Es wird ja wahrscheinlich funktionieren, nehme ich an, auch mit Leerzeichen. Ich benutze diesen Server, das ist mein lokaler SQL Express Server. Dann, den muss man natürlich installieren. Dann auf Weiter. Ich wähle hier die Windows NT Authentifizierung. Das steht hier das entsprechend drin. Ich klicke hier auf Weiter und die Startdatenbank wähle ich hier Northwind. So. Dann auf Weiter. Und damit ist das schon fertig. Ich stelle das fertig und kann jetzt auch mal testen, ob ich tatsächlich Zugriff erlange und mein Server läuft und deswegen kann ich das direkt benutzen. So, wir sagen mal okay. Und können jetzt mal Folgendes versuchen. Ich will jetzt kein Projekt neu machen. Ich habe da schon was vorbereitet, das war klar. Ich gehe mal hier rein und öffne meinen Application, die ich da schon vorbereitet habe. Und das ist eine Anwendung, die in der Konsole läuft. Ja, man kann das ja machen hier, wenn ich noch mal kurz zeigen darf, wenn ich hier ein neues Projekt hinzufüge. Das ist eine Qt-Konsolen-Anwendung. Die kann man dafür nutzen. Ja. Will ich aber jetzt nicht neu machen, habe ich schon da. So. Was brauche ich? Ich brauche in der Projektdatei brauche ich einen Eintrag, dass ich SQL verwenden möchte. Das ist notwendig. Ist auch beschrieben in der Online-Hilfe, also muss man sich jetzt keine Sorgen machen, dass man das nicht sofort kennt. Man muss sich halt ein bisschen an die entsprechenden Hilfestellungen danach richten. So. Was brauche ich jetzt? Ich brauche hier ein Include für Qt SQL. Ich habe noch Qt Debug dabei. Das brauche ich hier unten. Aber Qt SQL ist eben hier benutzt.
Ich will eine Datenbank einrichten, die über den Treiber QODBC Zugriff auf die Datenbank erhält. Und nach etlichen Experimenten ist es mir halt gelungen, Zugriff zu erhalten. Und wir haben den Namen noch in Erinnerung, ja, Nordwind, wenn wir nochmal vergleichen. Nordwind, so heißt die Verbindung. Ja, und mehr brauche ich nicht. Das war erstaunlich. Ich habe also nichts weiter, was ich einstellen muss. Und wenn ich das halt öffne, dann sollte das hier erscheinen in der Konsole. Ansonsten halt das hier. Und das wollen wir jetzt gleich sehen. Wir starten mal. Steuerung R. Und tatsächlich opened. Was bedeutet, dass ich tatsächlich Zugriff habe? Wir können das allerdings noch ein bisschen intensiver ausprobieren. Es gibt nämlich ein schönes Programmchen, das nennt sich SQL Browser. Wer das ausprobieren will, da sucht sich aus den Beispielen, sucht sich hier SQL und da ist der SQL Browser mit dabei. Da ist er, der SQL Browser. Ja, also wir können das Projekt ebenfalls nochmal ausprobieren und auf denselben Eintrag zugreifen. Das wollen wir jetzt mal probieren. Hier ist der SQL-Browser jetzt, den werde ich starten. So, und dann wähle ich ODBC. So, bitte sehr. Und ich brauche nur den Datenbanknamen hier oben. Datenbankname. Da trage ich ein Nord. Wind. So, okay. Habt ihr das gesehen? Jetzt mache ich mal hier auf. Da sind die ganzen Tabellen. Und ich kann entsprechend zugreifen. Das sind die Kategorien. Ich klicke nur doppelt. Ich kann aber auch mit einer, das sind die Customers, ich kann aber auch mit einer entsprechenden Abfrage, Select, Stern, From, Region meinetwegen. Da ist nicht allzu viel drin. So, Region. Von mir aus noch ein Semikolon. Und dann nehmen wir Submit. Zack, das ist die Region. Also das klappt schon mal. Das ist ja sehr hervorragend. Jetzt habe ich auf einem anderen Server, den ich in einer virtuellen Maschine habe und über den ich mittels PuTTY hier Zugriff erhalte. Das ist also ein Linux-Server. Da habe ich ein MySQL am Laufen. MySQL minus U. Der Benutzer, den ich dort eingerichtet habe, heißt dbuser. Ich werde jetzt nicht erklären, wie das alles eingerichtet wird. Das ist ein völlig anderes Thema. Schlimmstenfalls müsst ihr euch an die entsprechenden Administratoren wenden. Das sagt sich so leicht, wenn man alles selber machen muss, aber ist halt so. So, das entsprechende Kennwort. Und jetzt habe ich Zugriff. Ich kann also hier Use Test, ich habe das Test genannt. Die Datenbank wird also tadellos benutzt. Und ich kann hier ein Select versuchen. Nicht Set, sondern Select. Geht das? Ne, macht er nicht. So, Select Stern from Beispiel. Zack. Da habe ich nicht allzu viel drin. Ne? Gibt ja noch hier Describe. Describe. Hallo. Beispiel. Da zeigt er mir halt den Aufbau. Describe, da fehlt ein R. So. Da ist es, ja. Ich habe zwei Felder mit den entsprechenden Typen, ja, das ist Primary Key. Aber das stört uns jetzt nicht weiter. Ich will zeigen, wie man da zugreifen kann. Und zwar hier über dieselbe Beispiel oder auch über den Browser. Wir können auch den Browser nehmen. Wir gucken nochmal rein in die ODBC-Einträge. Und da habe ich hier unten einen Eintrag auf diesen Server. Wir gucken mal in die Konfiguration rein. Da ist die Konfiguration. So, TR-Surf habe ich die genannt.
Und über den Namen kriege ich auch die Verbindung. Dann DB-User, wie wir es eben schon gesehen haben, das Passwort und die Datenbank-Test will ich gleich mal. Ich kann auch hier auf Test klicken. Connection successful. So, okay wählen. Und wir können den Browser nochmal starten und probieren mal über den Namen, Datenbankname mit ODBC. Datenbankname war TR Surf. So, gucken wir mal. Tatsächlich funktioniert. Ja, ich brauche das noch nicht mal wieder schließen. Ich könnte jetzt direkt, ja, wenn man hier aufmacht, das ist also das Beispiel, Doppelklick. Kann ich das hier sehen und ich könnte mir auch noch einen SQL-Befehl hier einrichten. Ich kann dann noch was hinzufügen, noch eine andere Connection. Das machen wir auch gleich. Und zwar will ich dafür allerdings mein Kubuntu starten. Da habe ich nämlich auf Kubuntu. Da startet jetzt im Hintergrund, nee, im Vordergrund hier, das ist auch nicht so schlimm. Da habe ich ein PostgreSQL Server mal installiert. Und da müsste gleich fertig sein, ja, das dauert noch ein bisschen. In der Zwischenzeit können wir ja nochmal auf Nordwind zugreifen. Also Nordwind, so. Enter drücken, da haben wir jetzt 2 im Zugriff. Das scheint ja tadellos zu funktionieren. Ja. Und hier ist der und hier ist der Doppelklick Nordwind. Da waren vorhin ein bisschen mehr drin. Ne? So. Und hier Postgre, da habe ich ebenfalls so ein paar Sachen. Und zwar, hier bin ich als Postgre angemeldet, aber ich habe eigentlich gar nicht Postgres als Benutzer, sondern ich habe den Benutzer Micha. Den kann ich, glaube ich, jetzt doch... Kann ich benutzen, doch, doch, doch. Und zwar, so muss ich das machen. Das sollte funktionieren. Ne, das geht doch nicht. Aber wir werden das gleich mal sehen. Und zwar, die, nicht hier, sondern hier. Hier, das ist diese Verbindung auf Postgre. Wir gucken auch immer in die Konfiguration rein. Jeder Konfigurationsdialog sieht ein bisschen anders aus, wie man unschwer erkennen kann. Das ist also diese Verbindung. Ich habe auch die spezielle Verbindung auf meinen Server. Da habe ich die IP-Adresse verwendet. Das hängt mit der Konfiguration auf dem Server zusammen. Und Datenbankname habe ich verwendet. Username ist okay. Und Test erfolgreich. Das klappt also. Das muss man auf jeden Fall sicherstellen, dass das funktioniert. Und dann können wir noch mal in die, hier ist er, können wir noch versuchen, ob ich da Zugriff erlange. Ja, und zwar Add Connection, nochmal ODBC und der Name war TRQBuntu. So. Halt ebenfalls in Linux, so. Okay wählen und tadellos. Ja, er meckert also nicht rum, dass er irgendwas nicht findet. Hier ist auch die Test, da ist nichts drin. Das können wir mal nachholen. Ich weiß es gar nicht, ob ich wie ich das genannt habe. Na egal. Wir lassen es erstmal so. So, also das ist dieser Zugriff. Und jetzt will ich nochmal zeigen, ich habe auch erfolgreich bereits eine Verbindung herstellen können auf den MySQL mit einem entsprechenden Treiber, den ich mir allerdings basteln musste. Und da gucken wir mal, wie das funktioniert, wenn ich also jetzt hier MySQL wähle. Datenbankname lasse ich mal offen. Username ist wieder der, den wir kennen. DBUser. Kennwort entsprechend. Und der Hostname ist TR Surf. Da muss ich das mal komplett ergänzen. 3306 ist der Port. Und wir gucken mal. Und tatsächlich, da haben wir, da oben ist er. Ja,
Da ist jetzt keine spezielle Datenbank angemeldet, aber wir können ja mit use test die Datenbank wechseln. Hier unten steht es, das ist okay. Und ich kann mit select Stern vom Beispiel, ich mache mal gewohnheitsgemäß ein Semikolon dran, geht wahrscheinlich auch ohne, können wir gleich mal ausprobieren. So, da ist es. Ja, ich habe Zugriff jetzt über diesen Eintrag. Also, wie habe ich das hinbekommen? Das ist also die andere Variante. Man muss Folgendes machen. Das ist zumindest das, was ich herausbekommen habe. Erstens recherchieren im Netz. Zweitens die entsprechenden Abfolgen mal ausprobieren. Ich habe ja gezeigt, ich habe die 32-Bit-Variante von Qt. Ich brauche also entsprechend dem, was wir hier finden. Ich will das mal schließen jetzt im Moment hier wieder. Was wir hier finden, dann will ich mal gucken, ich mal eine Hilfe, SQLDA, da ist es. Da müsste jetzt die Hilfe aufgehen, genau. Da steht hier in SQL Treiber, Database Treibers, da steht hier MySQL. So, wir gucken mal bei MySQL, was ich machen muss unter Windows, da ist es, ja, How to Build. Was ich machen muss, ich brauche libmysql. Ja, da steht hier MySQL Installer Web Community. Habe ich probiert. Muss man wissen. Man muss zumindest die 32-Bit-Variante benutzen. Die 32-Bit-Variante. Habe ich probiert. Ging erst nicht. Ja, man muss hier, das steht doch hier. Ja, muss hier x86 oder x64 muss ich ausprobieren. Also das hat nicht sofort funktioniert, nicht sofort sauber. Ich habe Folgendes gemacht dann am Ende, und zwar habe ich das hier gesehen. War das hier? Ist ja auch egal. Ja, hier, genau. Da kommt man hier auf dieses Archiv hier, Download, dieser C Connector. Das sollte an sich ausreichen, wenn man das herunterlädt. Das ist nicht groß. Und zwar habe ich das ZIP-Archiv benutzt, das 32-Bit-ZIP-Archiv. Habe ich heruntergeladen. Und da kann man dann, auch das habe ich mal schon vorbereitet hier, wo ist es? Hier. So, das ist das ZIP-Archiv, also der Inhalt schon mal, ja, in meinem Download-Ordner. Und das habe ich einfach kopiert, komplett, diesen Inhalt habe ich kopiert und habe das ins Laufwerk C übernommen. Ja, Laufwerk C, MySQL ist der Unterordner und dort habe ich es reinkopiert. Wir brauchen nämlich aus dem Include, brauchen wir MySQLH. Wo ist es? MySQLH, das ist hier, ne? MySQLH. Und ich brauche aus der lib, brauche ich die beiden. Ja, die hier, DLL und lib. Das zeigt auch die Online-Hilfe hier. Diese Hilfe zeigt das. Ja? Diese lib hier, lib MySQL lib und lib MySQL DLL. Und hier ist MySQLH. So, und da muss ich dann das öffnen. Mal sehen, ob ich das ja kurz zeigen kann. Qt, 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 Qt. Hier. Qt. Das hier muss ich öffnen. Ja, also diese Eingabeaufforderung, nennt es ja unter Windows. Und das habe ich schon gemacht und ich gehe in den entsprechenden Ordner. Wenn wir uns das mal angucken hier, das ist der entsprechende Ordner. Ja, hier ist meine Installation von meinem Qt. Und in den Ordner. So, und dann wähle ich diesen Befehl aus. Das habe ich vorhin schon mal vorbereitet. Der sieht so aus bei mir. Weil eben ich unter MySQL habe ich ja diesen Treiber dort installiert. Diesen C-Treiber. So. Wenn ich das ausführe, passiert an sich Folgendes. Ich muss mal gucken, ob ich das noch
Kriege ich das nur angezeigt? Ne, das kriege ich nicht mehr angezeigt. Da wird das jetzt hier nochmal durchgehen. Und MySQL muss mit Yes belegt sein. Das ist schon die halbe Miete, wenn das mit Yes belegt ist. Also sprich, QMake macht das schon mal korrekt. So, und dann muss ich mit dem hier arbeiten. Das steht auch hier. Und zwar steht das hier unten, ne? When you distribute your application, remember to include tralala. Ach ne, hier oben ist es doch. When you are not using a Microsoft Compiler, replace NMake with MinGB und GW und so. Ja, das ist also hier das hier, diese Zeile, die muss entsprechen. Das Install brauche ich nicht. Zeige ich euch gleich, warum nicht. Denn ich kann das direkt dann kopieren. Das Fertige. Wenn ich das also durchführe, jetzt macht er das natürlich nichts, weil alles fertig ist. Ja, brauche nichts weiter machen. Und da kommt dann Folgendes raus. Und zwar, das ist ja Linux, ist kein Linux hier, sondern Windows. Lass mich mal gucken, das ist in Plugins und ich muss tatsächlich mal nachgucken, ne? Das ist unglaublich. Wir machen das einfach mal. So. Ach ne, dir. Ja. Plugins. So, SQL-Treiber. SQL-Treiber. Was machen wir hier in dir? Wir haben nämlich hier Plugins. Hier, dort müssen wir hin. Ja? Und zwar dir. Plugins. Und da SQL-Treibers. Und den wir brauchen, das ist dieser Freund hier, der hier. Das ist der, den wir brauchen. Ne? Q SQL, MySQL, DLL. Das müssen wir kopieren. Und zwar, wo müssen wir das hin kopieren? Ich zeige es mal kurz. Und zwar, wir können das hier noch mal kurz sehen. Da waren wir ja vorhin schon drin. Hier ist lib. Ach, das ist falsch, ne? Oder? Ne, doch, ist richtig. Man muss das hier hin kopieren. Und zwar hier. Qt. Dann haben wir hier oben. MinGB. Also so ist es bei mir zumindest. Ja, dann muss ich hier in Plugins rein. Dann ist hier unten SQL-Drivers. Und da muss ich es hin kopieren. Das steht bei mir hier schon drin. So, Q. Jetzt hat das immer noch nicht funktioniert. Da kann man schon mal ein bisschen frustriert sein, wenn das immer noch nicht klappt. Aber der entscheidende Hinweis war tatsächlich dort, was ich eben schon gezeigt habe. Nämlich hier. Der entscheidende Hinweis ist das hier. Ja. The way to fix it is to place dieses lib MySQL DLL ja, somewhere in your path. Ja. Zum Beispiel kann ich eine MySQL Installation Folder zum Pfad hinzufügen oder, das habe ich gemacht, dieses lib MySQL DLL in the same folder you have your exe in. Ja, also dort, wo die exe-Datei drin ist. Und das habe ich getan. Ja, jetzt muss ich mal gucken, kann ich das von hier aus gleich öffnen, sonst gucken wir da mal rein. Warte mal. Kann ich Bibliotheken in diesem Verzeichnis suchen? Okay. Kann ich das machen? Das ist hier, genau. Steuerung C, naja, das machen wir jetzt gleich mal, dass wir da hingelangen. Steuerung V. So. Und jetzt, dort natürlich nicht. Ich muss die Ausgabe. Das ist die. Jetzt muss ich mal gucken. Examples, das ist ja okay. Ja. Das war ja nur die Quelle. Ich muss dorthin, wo die Exe-Datei steht. Und das ist nämlich hier oben Debug. Was ist das hier? Das ist das Release und das ist das Debug.
Warum habe ich denn da zwei? Egal. Waren unterschiedliche. So, da habe ich dieses. Hier habe ich das. Den SQL-Browser. Und hier ist die libmysql.dll aus dem lib-Ordner von unserem heruntergeladenen Connector. So, libmysql.dll. Da ist er. Seitdem funktioniert das. Vielleicht ist es noch eine bessere Variante, das in den Pfad zu holen. Das habe ich jetzt noch nicht ausprobiert, aber zumindest funktioniert diese Möglichkeit. Ja, also jetzt habe ich mal gezeigt, was man machen kann. Es ist doch ein bisschen Arbeit, also sprich, ich habe ein bisschen recherchieren müssen. Und das ist jetzt schon doch, ich sag mal, der dritte Tag, mit dem ich mich damit beschäftige. Hat ein bisschen gedauert, aber es funktioniert. Ich will ja noch ein Video für Linux machen. Und unter Linux ist das eigentlich viel, viel einfacher. Funktioniert dort out of the box. Man muss die entsprechenden Dinge nur installieren, die man braucht. Man muss natürlich wissen, was man braucht. Das ist immer das ein bisschen schlecht. Man muss da auch ein bisschen suchen, weil man die Pakete eigentlich nicht kennt, so ohne weiteres. Aber das zeige ich mal in einem anderen Film. Da hat das wunderbar funktioniert. Das war tadellos. Ja, so kann man sich behelfen. Mit ODBC funktioniert es auf jeden Fall immer. Aber für eine Applikation, die man irgendwohin installieren will, da ist das nicht die gute Idee. Ja, weil man dort noch zusätzlich eben die entsprechenden Einträge in ODBC braucht. Der native Treiber wäre da natürlich die bessere Variante. Ja. Das soll es für den Moment gewesen sein. Ist eh schon viel zu lang. Aber schaut nach, guckt, ob ihr es hinbekommt. Und viel Spaß und viel Erfolg. Bis demnächst.